Ja, so gefällt mir das bitte. Ich habe gerade gemerkt, es war die falsche Festplatte. Der wollte auf die falsche Festplatte wieder raufschmeißen. So. Habe auch eine neue Tastatur, damit es ein bisschen leiser ist hier. Damit ihr nicht die ganzen Tasten so hört, ne? Steckt natürlich an euch, Jungs und Mädels, da draußen auf der Welt. Wir sehen Schwarzmann kommt nach vorne. Oder ist der Krieger? Der Kommanderkrieger. Ha. Lustig. Nee. Natürlich nicht. Schillinger. Der kommt auch nach vorne. Können wir eigentlich überhaupt mal ihn angreifen heute? Ich guck mal. Kluge ist nicht so beste Hügelfahrer. Ey, dass der Krieger eine 67 hat. Jedoch. Thurau. Nee, Thurau ist der Einzige, der dir nicht viel helfen kann. Also bleiben wir mal davor. Ja, dann greifen wir mal mit Krieger an. Guck mal, was wir da so erreichen werden. Weil mit einer 67 Hügel werden, wenn er vielleicht noch einen guten Tag hat, kann er was zeigen. Wir wissen ja mit Mager, wo er auf einmal auch so einen überraschend guten Tag hatte. So, wir nehmen mal alle anderen, die jetzt am Ende der Etappe nichts zu tun haben, wieder nach hinten. So, mal kurz Wasserflaschen holen, dann sind sie ja schnell wieder weg. Ist immer schon ein kleiner Trick hier. So, da sind sie. So, im Mittelfeld können sie bleiben. So. Wer ist dein erster? Sandro Hanna Enger. Der gut über die Hügel kommt, also könnte auch am Ende noch, ja, gut dabei sein. So, Krieger, der fünfte der Gesamtwertung ist, okay. Wie hat er das geschafft? Mal gucken, was er hier so bringt. Da kommen jetzt wieder einige Angriffe. Ein sehr starken Fahrer ist hier dabei. Der Stauf. Und vorne fährt Krieger sein Tempo. Hat jetzt 2 Minuten rausgefahren, das ist gut. Gefällt mir. Mal sehen wir, wie lange er den Vorsprung halten kann. So, wir machen mal ein bisschen schneller. Will hier mal vielleicht 2 Etappen in einen reinkriegen. Nicht, dass jemand nach einer Etappe vorbei ist. Dann lassen wir einfach mal auf 8 laufen. Gucken wir, was hier so passiert heute. Also ich hoffe, Stefan Dini, dass er heute mal einen guten Tag hat. Irgendwie bei ihm ist ja immer ein schlechter Tag. Dann kommt der nächste Deutsche. Martin Reimer, der ja sein... ja, seine Karriereende gesagt hat. Also er möchte nicht mehr Radfahren. Das hat er einmal gewonnen, er wurde einmal deutscher Meister. Ja, mehr Luck als Verstand, sagt man ja so gerne. Oder mehr Glück, ja. Luck sagt die Jugend. Und wir müssen gucken, was passiert. So, jetzt kommt der erste Berg. Wie viele Punkte kriegt man denn da? Sprints. Bergwertung 16. 10. Könnte eine Gesamtwertung erster werden. Für die Bergpreispunkte. Guck mal, Stefan Dini viel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Fall geht nach unten. Aber hatten wir auch schon oft. Dann war er auf einmal... ja. Plus 3. So, Krieger, der fährt seinen Rhythmus. Und holt sich die Punkte. Dann fahren wir mal auf 60. Hinten kann man der letzte Philipp Bauhaus was zu süffeln holen. Weil Krieger holt sich den nächsten Zwischensprint. Das ist schon mal klar. Das ist schön. Hat immer noch 4 Minuten Vorsprung. Den sollte auch, den Abstand sollte auch halten. Machen wir mal ein bisschen auf 70 schon. Da ist irgendjemand zurückgefallen. Juri Trufimov, der jetzt zu Saxo Bank wechselt, der kleine Wodka-Trinker. Aber ich würde mal sagen, was Privatleute machen, das ist doch eigentlich ihre Sache, ob er sich jetzt betrinkt. Natürlich hat jeder seine Vorbildfunktion, aber ich kann doch nicht mein Leben einfach sagen, es ist vorbei, ich darf nicht mehr feiern. Das geht ja auch nicht. Also dafür sperren, oder dann, dass das Team dann sagt, nee, wir nehmen ihn doch nicht mit, nur weil er getrunken hat. Ja.
Was soll ich dazu sagen? Beim russischen Team, da müsste man das doch verstehen. Die müssen wir eh trinken. Und Krieger holt sich auch den dritten Zwischensprint. Das ist auch schon mal klar. Oh, plus 1 Tagesform, das geht ja noch. Hätte auch schlecht erwischen können, so wie bei Bauhaus minus 1. Oder Roger Kluge minus 3. Läuft. So, wir müssen mal Krieger anziehen, sonst kriegt er den Zwischensprint nicht. Den würde ich gerne noch mit Krieger gewinnen. Wie viele Punkte hat er denn geholt denn? Oder hätte er dann geholt? 12, 18 Punkte und im Klassement hat er wie viele Punkte? Das können wir ja so gucken. Okay, würde sich weit nach vorne rushen. Mit 18 Punkte. Ja, läuft. Plus 4. 22. So, dann fahren wir mal hier lockeres Tempo. Energie gehen und ja, lassen wir es mal. Wer hat sich denn da jetzt noch Punkte geholt? Der Franzose. Der hat aber auch schon 12 Punkte. So, Krieger wird eingeholt. Reduzieren wir das Tempo, damit er ausrollen kann. So, jetzt kommt gleich der Anstieg. So, machen wir mit Krüger dasselbe. Kluge dasselbe. 40. Matzka 40. Das werden sie ja alles locker schaffen. In der Karenzzeit zu bleiben. Hoffe ich. Aber eigentlich müsste es ja. Aber wir sehen, es sind einige mehr schon zurückgefallen. Und jetzt müssen wir auf Stefan Deni für aufpassen. Gehen mal links raus. Fällt mir nicht. Lampre macht zu viel Tempo. Okay, jetzt gehen wir wieder rechts raus. So, jetzt sind wir mal schon weiter vorne. Thurau, wer ist denn hier noch? Simon Geschke ist da. Warenmagie und Simon Geschke. Also vom Sprint her würde ich ja Simon Geschke ziehen. Okay, Warenmagie ist auch nicht der schlechteste Beschleuniger. So, jetzt kommt gleich der erste Anstieg. Aber das ist ja noch nicht der Endanstieg. Einfach erstmal dranbleiben. Hoffen wir natürlich auch, dass Thurau so lange noch mithält. So, jetzt gehen die ersten Angriffe. Siebe Herzklotz geht auch, wie es aussieht. Ja. Navarro. Warenmagie geht als erster. Und Sky. Was macht Sky? Die fahren jetzt. Lampre fährt jetzt auch für Costa. Okay, warum Costa angegriffen hat, ist doch kein, macht überhaupt keinen Sinn, wenn das ganze Team noch da ist. Und die auch noch komplett Energie haben, wie man sieht. Sonst würden sie ja nicht hinterherfahren. Wer ist denn da hier? Okay. Jetzt kommt der, ist das der letzte Anstieg? Ich guck mal. Nee, ist auch gar kein Anstieg. Mann. Dann kannst du ja noch, das ist die Ebene, da können wir noch cool bleiben. Da sehen wir, Sky ist rangekommen. Wer ist denn da? Enger ist auch noch dabei. Herzklotz muss es natürlich probieren, ist nicht so hier mit einer, was hat er? Paterski ist auch noch dabei. Oh mein Gott. Er hat eine 73, damit ist er hier nicht der Beste. So, jetzt kommt der Anstieg. So, gehen wir mal mit Thurau und Deni viel und ziehen mal ein bisschen an. Die letzten 5 Kilometer und Energie geht. Super weggefahren. Da hat keiner drauf aufgepasst. So, Thurau, fahr mal dein eigenes Tempo. Kannst ja, wenn du willst, mal den Costa aufhalten. Ja, so gefällt mir das. So gefällt mir das. Immer schön den Costa aufhalten. Immer schön den Costa aufhalten. So kann man natürlich auch Zeit gewinnen. Nee, 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 du bleibst hier. Du bist der Gefährlichste. Du warst mal Weltmeister. Und Stefan Deni 4, der wird die Etappe gewinnen. Ja, ja. Da bin ich ein Drecksack, ich weiß. Aber ne, man muss ja auch gewinnen. Eine Minute Vorsprung, dann kommt Richie Port. Oh mein Gott, der gute Zeitfahrer kommt. Probiert jetzt nochmal einen Angriff. So, die letzten 600 Meter und Deni fällt sie an. Yes, der Sieg ist schon mal drin, ne?
Richie Port ist jetzt leicht eingebrochen. Turau ist noch dabei. Und kommt noch unter den Top 10. Yes! Gutes Ergebnis. Die anderen sind hier natürlich hier hinten drin. Ist egal. Ja, Mann, das war eine gute Aktion von Turau. Und hat am Ende noch geschafft, unter den Top 10 zu kommen. Klar war das ein bisschen gemein von mir. Ein Costa ein bisschen zu sperren. Aber man kann das ja nur spielen, ne? Ist unfair. Ja. Aber die Nifil holt sich den Etappensieg. Richie Port natürlich guter Zeitfahrer, Costa guter Zeitfahrer. Ist jetzt nur die Frage, ja, wie sieht's am Ende aus? Gucken wir nochmal, ja. So, da sind wir zurück. Wir sehen keine Wiederholung. Keine Ahnung warum. Wir kriegen eine Nachricht bei Facebook. Keine Ahnung warum. Es ist so. Warum? Nein. Bleiben wir mal, ja, realistisch oder was passiert ist. Das Spiel ist wieder abgekackt beim Raufdrücken des Wiederholung der Siegerehrung. Es ist ja so gut, dass die Ergebnisse ja gespeichert werden. Also sehen wir immer noch das Ergebnis. So, dann scrollen wir mal ein bisschen. So, also wir haben die Top 10 gesehen. Wir sehen Daniel Navarro schon 3 Minuten. So wie Holz. Dann ist auch noch Sevo Herzklotz mit 3,38. Auch ganz schön weit zurück. Knees 5 Minuten 23. Und wo sind unsere Jungs? Da sind sie. 12 Minuten ist nicht so schlimm. Wer ist Erster der Bergwertung? Alexander Krieger, so wie erwartet. Dann Punktewertung. Krieger müsste da jetzt auch weiter vorne sein. Da sehen wir 6er mit 22 Punkten. Jugendtalent Sebastian Hinau. Sevo Herzklotz knapp 1,44 Rückstand. Nicht so gut. So, Teamwertung führt Sky an. So, was ist die Mori-Etappe? Eine Ebene, dann kommt Zeitfahren und dann ist schon die Rundfahrt zu Ende. So, dann gehen wir mal natürlich weiter. Oh, jo, oh. Ja, einige Dinge verlangen ihren Aufmerksamkeit. Und ihr, ich hatte Anfang noch ein, ja, Hallöchen und so, und da habe ich, ihr werdet nur sehen, Anfang des 3D-Rennens. Dabei hatte ich vorher was dazu geklabert, keine Ahnung mehr was. Komplett verdrängt, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich habe es verdrängt. Wenn es wichtig wäre, ne, dann wüsste ich es noch. Sagen wir es mal so. So, wen nehmen wir als Sprinter? Diesmal nehmen, ja, wir nehmen Krieger als Sprinter. Hat er jetzt seine Punkte? So. Guck mal, was er heute reißt. Hoffentlich reißt er keine Bäume aus. Natürlich Costa. Rio Alberto Costa. Gewinnt vor. Aha. War dann der Costa. Ja, na klar. Und Krieger, der ist nur so 18. Läuft. Läuft einfach bei Krieger. Beim Commander Krieger läuft einfach. So, jetzt kommt das Zeitfahren, wo wir komplett alles verkackt werden. Ich werde es nicht fahren. Kein Bock. Kein Bock jetzt auf ein Zeitfahren. Sehe ich auch nicht den Sinn drinne. Oder doch. Das ist gerade ein Kampf. Ich will es nicht. Doch ein Zeitfahren. Ja, aber wir müssten ja bis Stefan Dini fehl. Ja, ich würde einfach sagen, wir lassen die anderen alle fahren. Wir sehen uns gleich wieder zu zum Zeitfahren von Stefan Dini fehl. Die anderen interessieren uns nicht. Wir haben ja auch keinen anderen Weltklasse-Zeitfahrer. Sind alle unter 70, also ja, nichts los. Also sage ich einfach, bis gleich. So, da sind wir jetzt bei Stefan Dini fehl. Mal gucken, was für eine Tagesform er hat. Wir gucken mal im Endklassement. Was haben wir denn da so? Lämmert, Kämer. So, Dini 4, 0 Tagesform. Machen wir 64. Am Ende kann man dann nochmal durchziehen. Dann machen wir 65, auch kommen wir bei 65. So, wir sehen, Bernd Thurau ist auch schon vorne dabei.
Natürlich sind die wichtigen hier. Wo ist er? Richie Port und Rioberto Costa. So, was ist Roger Kluge? Der war nicht schlecht, der ist 11. mit einer Minute. Ist jetzt nicht so der beste Zeitfahrer, wenn wir nun mal im Vergleich gehen zu Stefan Denifil oder so. So, Thurau ist gleich drinne. Der ballert jetzt nochmal durch. Auch 1 Minute 9. Also er darf ja nicht mehr als 1 Minute 5 verlieren, Stefan Denifil. So, jetzt kommt Costa. Verliert 21 Sekunden und Richie Porte scheint sehr gut drauf zu sein. Richie Porte, Bestzeit. Und wir sehen, alle, die eine Bestzeit haben, haben das Ding gewonnen. Also es kann jetzt mehr als eine Minute werden. Mal sehen, wie viel Stefan Denifil jetzt schon verliert. Er hat schon einige Meter Rückstand. Eine Minute 1. Da wäre er noch drin, ne? Da wäre er noch Erster der Gesamtwertung. Boah, ist das ein Zitterspiel hier. Richie Porte, der kommt bestimmt immer näher, ja. Sieht schon Costa. Und Costa sieht schon Atapuma. Also wir werden auf jeden Fall den dritten Platz halten können. Wir sehen Hinau auch 1:14. Ist auch kein guter Zeitfahrer. Er ist jetzt auch drinne, 1:46, Atapuma, Costa und Richie Porte. Atapuma gibt nochmal alles. So, Stefan Denifil. So, Atapuma kommt rein, verliert 2 Minuten 26, Costa 39 Sekunden und jetzt Richie Porte schon. So, jetzt müssen wir auf Stefan Denifil, kommt zieh mal ein bisschen an, 70. Nur 8 Sekunden schneller. Oder 6 Sekunden vor Jensen. So, wir machen 80. Nochmal das letzte aus sich rausholen, Stefan Denifil. Da kommt er jetzt rein. 1:17. Ganz knapp. Verliert er hier die Gesamtwertung. Im Zeitfahren. Wir gehen mal weiter. 13 Sekunden. Schade, schade. Thurau 8er. Hat sich um einen Platz verbessert. Schön. Das ist blöd, wenn Stefan Denifil einfach keine Zeit fahren kann. Enger Erster der Punktewertung. Ein Punkt vor Costa. So, Krieger ist immer noch 10. Denifil 25 Punkte. Bergwertung hat der Belgier. Backcard, keine Ahnung. Hinau immer noch Erster der Jugendwertung. Ah, kam Silvio Herzklotz jetzt auch nicht so. Also doch 40 Sekunden hat er aufgeholt. Oder 30 Sekunden. KP. Kein Plan. Dann können wir hier gucken. Auf jeden Fall der Jensen, Lennart, Schwarzmann. Herzklotz 45 und Hinau hat mehr als, ja, knapp 30 Sekunden hat er gut gemacht. Morgen noch ein Zeitfahrer, dann gibt es Zwischensprints, da gibt es 3 Sekunden. Und da wird eine Sekunde fehlen. Also es ist Schnuppe. Ja, so ist es. Im Radsport, da wird es meistens auch nur durch ein paar Sekunden entschieden. Manchmal Minuten, manchmal Sekunden. Ja, ja. Ist ja fast so schlimm wie damals. Wo waren das? Kein Plan jetzt. Natürlich will was erzählen, doch kein Plan. Duelta war ja auch Mosquera gegen gegen die Bali. Aber ne, kann man das knapp nennen. Ich glaube, das war auch paar Sekunden bloß. Oder waren es ein paar Sekunden? Ja, kein Plan. Gehen wir einfach mal weiter, simulieren hier ein bisschen. Oh, die letzte Etappe.
Ventura am Ende Rhythmus noch ausgezeichnet. Philipp Bauhaus noch Top 10 erreicht. 75. Die anderen sind jetzt hier nicht viel besser. Aber irgendwie kommen wir trotzdem nicht nach vorne. Das Rad ist aber auch, wir haben auch scheiß Material, wenn wir jetzt von der Ebene her gehen. Da ist echt schlecht. Da haben wir, kommen mit den anderen Teams nicht ran. So, gehen wir mal in die Planung. So, da kommt die Norwegen. Da ist nochmal was Wichtiges, der am 31. Wo ist der 31.? Da. Simulieren wir den. Aua. 2 Millionen haben wir aber Kontostand. Nicht schlecht. Damit kann ich leben. Wir können damit nicht leben. 2 Millionen Kontostand. Nehme ich gerne. Preisgeld, ja. Knapp vorbei. Mal sehen, wer das Ding hier gewinnt. Drück mal die Leertaste. Die Leertaste wird bestimmt sowieso nicht funktionieren, auch wenn ich eine neue Tastatur habe. Nichts funktioniert. Weil das Spiel das so will. Ach doch, es hat funktioniert. Aha, wer hat das Ding gewonnen? War einer von uns wenigstens gut dabei? Nö. Lukas Pöstelberger, 45. am Ende. Nee, kein Team. Keiner von uns. Ach Mensch, Jungs. Da müsst ihr mal Leistung bringen. Das fällt da so nicht. Jetzt gehen wir weiter. Wer fährt denn hier eigentlich mit? Die Norwegen. Boah, Sam Bennett, 80. Ach, hat er schon letztens, ne? Krieger, Bauhaus. Material, da gucken wir. Da Ebene noch gut, aber hier. Räder. Scheiße. Ganz einfach scheiße. Haben wir Sebastian Pott, der ist ein super Bergfahrer geworden. Oh, Entschuldigung. Das ist die Cola-Flasche. Mal gucken, hat sich das Team jetzt wieder verbessert? Sebastian Pott, Emanuel Buchmann, Konrad Nerz, Mendes, Moabito, Mager, natürlich nicht. Zeitfahren? Nee. Nee, Sprinter. Der Kollege hier auch nicht. Da, unser Brite. Oh, wie Scott Fate ist. Das ist der Daniel, der ist da. Mensch, Jungs, da muss mal Leistung kommen, ey. Sonst platzt mal. Also, sonst platzt mir so eine Ader, das wollt ihr ja nicht wissen. Und in der Giro der Gesamtwertung ist Quintana erster vor Nibali und vor Uran. Preinkocka hat die Etappe gewonnen vor Juan José Lobato und Elia Viviani, der jetzt bei Quickstep ist. Da warst du letztes Jahr schon. Kein Plan. Ich nix wissen. Ich nur beschissen. Keine Ahnung. So, wir sehen, die Simulation läuft weiter. Eigentlich müsste ich jetzt so so ein schönes Geräusch einführen. Oder wie bei SpongeBob Schwammkopf. Eine Stunde später. 2 Stunden später. Ah, das wird gut kommen. Würde gut kommen. Das ist für mich klar, was ich gerade sehe. Der letzten Etappe ist für mich auch keine Sprinter-Etappe. Weil die viel zu ab. Das ist mehr eine Hügel-Etappe. Aber das kann das Spiel wohl nicht so richtig gut erkennen. Pott hat sich verletzt. Nein. Das nicht dein Ernst. Das nicht dein Ernst. Das kann doch nicht wahr sein. Dass er sich jetzt echt verletzt. Hoffentlich nichts Schlimmes. Mal gucken, Wildcard Tour de
der Pol, die Polenrundfahrt oder die Vuelta Espanol. Das ist die große Frage. Dim, dim, dim. San Sebastian ist auch noch dabei. Wäre wieder eine Etappe für Christian Mager. Der eine Ardennen-Rundfahrt oder Ardennen-Klassiker gewonnen hat. Immer noch nicht vergessen. Riesen Respekt. Hoffentlich startet er mal in Wirklichkeit so durch. Oder ist er nicht schon ganz alt? Okay, Chris Froome ist auch erst mit. Wann hat Juan José Lobato das Ding gewonnen? 2011 oder 2012? Nee, das war 2011, wo Bradley Wiggins sich bei der Tour verletzt hatte. Genau, das war 2011. Genau, was war da? Was waren da nochmal? Jo, wo Wiggins nicht mitkommen und dann ist Froome eigentlich mal aus seinen Schatten gesprungen und hat Juan José Lobato verfolgt und dann, ja, die große Schlacht, kann man nicht nennen. Dass ein Star war geboren, kann man sagen, ne? Wildcard, oh, Boran. Am 3. Juni bekannt gegeben, Kandidaten sind Boran, CCC, IIM. Da wollen einige mehr mitmachen. Genau wie bei der Wildcard. Da wollten wir nicht mitmachen. Schlüsselbeinbruch, boah, Alter. Naja, ist schon happy ich. Nehmen wir ein bisschen durch hier. Preisgeld. Boah, eine Menge. So, jetzt ist der 31. Jetzt ist die Folge ein bisschen länger, aber ne, wir haben ein paar Sprinter. Mal sehen, wer da mitkommen soll eigentlich. Oh, der Brite. Hat sich um einen Punkt beim Sprint verbessert. Na, so was krieg ich mit. So was krieg ich mit. Andreas Schilling will mitfahren. Alexander Krieger, wir simulieren. Wir setzen alles auf Thurau, der am Ende angreifen wird. Und sich den Tapsi holt. So stellen wir uns das so bildlich vor. Am Ende passiert einfach gar nichts und es wird ein Sprinter wieder gewinnen. Beste Berger. Wir gucken, was passiert. Es gewinnt lang. Warum ist Thurau nicht mitgegangen? Das ist die große Frage. Peter Jacobs. Adam Schaluka. Dritter. Und wo ist Philipp Bauhaus? 16. Thurau wollte nicht mitgehen, ist ein guter ebenerter Fahrer und hat sich gesagt, nein, heute nicht. Aber es ist nicht so schlimm. Wir haben es verkackt. Wir haben für andere Etappen gewonnen. Es ist die deutsche Meisterschaft, aber natürlich kommt vorher die Dombalei-Rundfahrt. Die uns natürlich mehr interessiert. Nö. Ich finde es interessanter. Und ob wir da auch mit, wie eben mit Emanuel Buchmann bei der Romandie in der Schweiz da die so überzeugt haben. Sechster der Gesamtplatz. So, jetzt ist Sam Bennett und Roger Kluge im Trainingslager. Hügelwerte trainieren. Oh mein Gott, teilnehmende Teams. Leertaste bitte. Okay, danke schön, teilnehmende Teams. Kante World Espanol und wir sind dabei. Alle vier Teams sind dabei. Oder fünf, eins, zwei, drei, vier. Fünf Einladungen. Fünf Einladungen gingen an Boa. Ach, sie hätten sogar so fünf. Und, na, wenn andere Teams sich nicht anmelden, dann ist das doof. Oh, wir machen auch die Polenrundfahrt, die freut mich. Gesundheitsstatus, geht ja nicht am besten von Ergebnisse. Verti hat den Giro gewonnen, natürlich. Quintana. Zu wenig Rennen. Oh, wir müssen planen. Planung. Ah, ne, hier war ja nicht so viel, ne? Genau. Da war einfach nichts. Konrad, der fährt ja die
Der sollte ja wieder die Spanienrundfahrt fahren. Dann wird schon ein neuer. Nee, erst am 21. Juni. Da müssen wir aufpassen, nicht, dass ich es wieder vergeige. Sebastian Pott, wie lange ist der jetzt eigentlich verletzt? Mitte Juli. Also fährt er doch nicht die Tour, ne? Nein, wir müssen den Arzt geben. Hört er einen Arzt? Ist der Arzt bei ihm? Arzt! 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 Wir brauchen einen guten Arzt. Personal! Entlassen! Neues Personal, guter Arzt. Legende, 7100, einstellen. Ich hab dir gesagt, entlassen. Oh mein Gott. Wenn er ein Rennen teilnimmt, was für ein Rennen nimmt er teil, Kollege? Der soll mein Burschen hier pflegen. Und man das dann, früher konnte man das einstellen. Bist du so viel gehangen, konntest du so, oder? Einstellen und dann war er wieder gesund. Mit der Tour hätte er ruhig mitfahren können. Schade, schade, schade. Müsste eigentlich mal die Folge beenden, weil halbe Stunde wieder läuft, ja. Kevin läuft. Läuft für den Hochladen, läuft. Jossi Mendes fährt ja auch die Luxemburg-Rundfahrt, wie ich gerade sehe, die er letztes Jahr gewonnen hat. Mal sehen, was er heute so oder was er dieses Jahr so bringt. Guck mal auf die Leertaste. Das würde ich gerne sehen. Leertaste bitte. Wir haben die Leertaste gedrückt. Wir drücken auf Weiter. Wir gucken uns die nächste Etappe an. Wir gucken uns die Platzierung an. Jossi Mendes. Oh, gute platziert. Sehr gut platziert. Hätte nicht gedacht. Hätte nicht gedacht. So, Angriffe folgen und dann den Etappensieg holen. Junge, schaffst du. Ich hab da Morin so alle Führungs... alle mithelfen. Material. Läuft, 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 läuft. Da haben wir gutes Material für die Hügel. Ist auch wichtig. Simulieren. Jossi Mendes. Jossi Mendes. Jossi Mendes hat verkackt. Hat keine Zeit gewonnen. Nächste Etappe ist nix. Super, Junge. Du bist der Beste. Du bist der Beste. Merk dir diese Worte. Du bist der Beste. Aua, aua! So, was ist das? Was ist das? Ist es Zeitfahren? Oh mein Gott. Man kann mal aussimulieren. Dominik Ferz. Ferz! Der hat jetzt 77, wenn da los. Dominik Ferz außerdem noch, okay. Okay, was ist mit mir los? Dominik Ferz. Dominik Furz. Und simulieren wir das schnell. Und dann verabschiede ich mich, weil ich lange Video und Jan Bartha fast. Oh, 4 Sekunden. Nein. Really? Really? Ist das dein Ernst? Simon Geschke? Du Arsch. Einfach nur Arsch. Ein Hügel. Oh mein Gott. Die Hügel, den Hügel kenne ich. Das ist die Bayernrundfahrt. Cool, wir fahren die Bayernrundfahrt. Das ist ja alles nur Hügel. Scheiße. Wir nur die Berge fahren. Also, und das Zeitfahren, das hat mir gut gefallen. Also, wir sehen uns. Zum Rennen von der normalen Rundfahrt. Haut rein, bis dann und ciao.